Zwischen Hamborn und Marxloh, da sollten eigentlich schon längst die Bagger rollen, die Bauarbeiten schon im vollen Gange sein. Doch nichts tut sich in Sachen Factory Outlet Center. Dabei sollte das Weihnachtsgeschäft 2013 schon Geld in die Kassen spülen. Doch noch immer wurde der geplante Spatenstich nicht gesetzt. Kommt es oder kommt es nicht? Das Factory Outlet Center in Hamborn existiert seit Jahren nur auf dem Papier bzw. dem Computer. Gründe dafür gibt es viele. Die Anwohner der Zinkhüttenplatz-Siedlung wollen den Bagger nicht weichen und im benachbarten Chemiewerk Grillo stapeln sich Fässer, die potenziellen Käufern einfach zu nahe kommen. Sprich, der Sicherheitsabstand zwischen dem Chemiewerk Grillo und dem geplanten FOC ist nicht gegeben. Und ein weiterer Grund könnte verantwortlich dafür sein, dass das Einkaufszentrum bislang nur eine Vision bleibt, fehlendes Geld. Denn noch immer scheint unklar, ob Investor Roger Sevenheck genügend Geld in der Tasche hat, um das Einkaufszentrum überhaupt zu verwirklichen. Im Oktober vergangenen Jahres bezahlte Sevenheck erst nach wiederholtem Auffordern seitens der Stadt die Grunderwerbssteuer. Jetzt gibt es erneute Zweifel gegen den Investor. Diese kommen vor allem von der Bürgerinitiative Zinkhüttenplatz, die es sich zum Ziel gesetzt hat, den Bau des Einkaufszentrums zu verhindern. Den Vorwurf, den sie aktuell in die Diskussion einbringen, Sevenheck sei nicht zahlungsfähig. Mehrere Haftanordnungen liegen gegen den Investor vor, wegen nicht beglichener Schulden beim Bau eines Projekts in Bonn. Projektentwickler Duville bestätigte die Haftanforderungen gegen Sevenheck. Der Bau des Factory Outlet Centers sei dadurch jedoch nicht gefährdet. Die Haftanordnungen betreffen nur Roger Sevenheck persönlich, heißt es wörtlich in einer schriftlichen Stellungnahme. Und dennoch, die positiven Stimmen zum FOC werden immer leiser. Bisher hatte die Stadt hinter dem Holländer gestanden, jetzt musste sie reagieren und setzte in der letzten Woche eine Frist. In einer schriftlichen Stellungnahme heißt es wörtlich, vor dem Hintergrund anhaltender Spekulationen um die Bonität von Roger Sevenheck fordert die Stadt den Investor des geplanten Factory Outlet Centers auf, sich zum Stand des Projekts schriftlich zu erklären. Außerdem wurde Auskunft zur finanziellen Absicherung des Projekts angefragt. Bisher ist diese nicht im Rathaus eingetroffen. Und bei mir zu Gast ist jetzt Rainer Enzweiler. Er ist Fraktionsvorsitzender der Duisburger CDU. Guten Abend, Herr Enzweiler. Guten Abend. Wir haben es ja gerade im Beitrag gesehen. In Bonn liegt eine Haftandrohung gegen Roger Sevenheck vor, weil er dort Schulden nicht beglichen haben soll. Kann sich die Stadt einen solchen Investor leisten? Ja, man muss vielleicht klarstellen, Herr Sevenheck war niemals Investor, sondern es gab verschiedene Kapitalgesellschaften. Es gab einmal die German Development Group, weil der Geschäftsführer ist, und für Duisburg die Duville GmbH. Soweit mir bekannt ist, beziehen sich die Haftanordnungen in seiner Eigenschaft als Geschäftsführer nur auf die German Development Group und nicht auf die Duville GmbH. Aber trotzdem ist es doch, oder hört es sich sehr komisch an, dass jemand, der einer Investorengruppe vorsteht, dass gegen den Haftandrohungen vorliegen? Klartext. Schön ist das sicherlich nicht. Es zeigt aus, dass es im finanziellen Bereich da Schwierigkeiten gibt. Aber vielleicht zum Grundsätzlichen. Es gibt bei jedem Invest dieser Größenordnung zwei Phasen. Die erste Phase ist die bis zur Baugenehmigung. In diesem Bereich muss der Investor, das heißt also die Gesellschaft, die hinterstehen, alle finanziellen Belastungen selbst tragen. Sobald es eine Baugenehmigung gibt, gibt es eine gesicherte Finanzierung. Das heißt, dann ist der Geldfluss gesichert. Und wir sind jetzt in einem Bauleitplanverfahren, das kurz vorm Abschluss steht. Und wenn man die Verzögerung sich ansieht, die natürlich eingetreten ist, dann beruht das im Wesentlichen darauf, dass von dem nahegelegenen Grillowerk Störungen ausgehen könnten. Das ist erst leider Gottes in einem sehr späten Stadium aufgetreten und aufgefallen. Und man muss jetzt gucken, wie man diese Störfallmöglichkeiten vernünftig eindämmt. Ich muss noch mal nachfragen, Sie haben gerade von der ersten Phase und der zweiten Phase gesprochen. Ja. Sind wir in der ersten, wir am Ende der ersten Phase? Wir sind in der ersten Phase. Okay. Das heißt, wenn der Rat der Stadt Duisburg, ich hoffe im ersten Quartal des nächsten Jahres, den sogenannten Satzungsbeschluss fasst, dann kann aufgrund des Satzungsbeschlusses eine Baugenehmigung erteilt werden und dann ist die erste Phase abgeschlossen. Und dann ist das Eröffnungsdatum Ende 2014 unrealistisch? Das halte ich also für Ende 2014 natürlich nicht für realistisch. Man muss also von einer Bauzeit, ich sag mal von circa
18 Monaten ausgehen, sondern es kann sich jeder ausrechnen. Wenn im April die Entscheidung im Rat der Stadt fällt, dann dauert das auch noch ein paar Monate, sagen wir mal zwischen 3 und 6 Monaten, bis die Baugenehmigung wirklich erteilt ist. So, wenn die Baugenehmigung erteilt ist, dann 18 Monate bis zur Öffnung. Am 11. September hat die Bürgerinitiative Zinkhüttenplatz zu einem Pressegespräch geladen. Mhm. Und im Rahmen dessen hat die Bürgerinitiative ein Gutachten der Grillo-Werke veröffentlicht, das ihnen zugespielt wurde. In dem Gutachten nimmt Grillo Stellung zum Bebauungsplan. Michael Lefknecht hat über dieses Gutachten Folgendes gesagt. Das hören wir uns mal an. Wir haben diese Stellungnahme heute der Öffentlichkeit bekannt gegeben. Wir geben sie rum und heute Nachmittag noch wird diese Stellungnahme allen Ratsherren in die Fächer gelegt, damit die Ratsherren, die ja letztlich die Entscheidung haben, sich diese 17 Seiten mal durchlesen und die Argumente wirklich abwägen. Vereinfacht gesagt kann man sagen, Grillo sagt in diesem 17-seitigen Papier, man kann diese Parteigutachten in die Tonne kloppen. Herr Enzweiler, Sie sind ja auch Ratsherr. Haben Sie dieses Gutachten erhalten? Also ich habe es persönlich nicht erhalten, aber vielleicht mal zum Verfahren. Üblicherweise ist es so, dass relevante Gutachten von der Verwaltung den Ratsherren oder den Mitgliedern des Rates zugeleitet werden. Hier hat man mit Indiskretion versucht, die Öffentlichkeit in Anführungszeichen früher zu informieren. Aber das ist nicht der ordnungsgemäße Ablauf. Und ob man hier, wie es Lefknecht so schön formuliert hat, Parteigutachten in die Tonne kloppen kann, das möchte ich doch sehr bezweifeln. Die Qualität der Gutachter, die bisher an dem Verfahren beteiligt sind, ist aus meiner Sicht nicht angreifbar. Wir werden natürlich im Rat alle Argumente abwägen. Aber lassen Sie mich eins sagen, was kein Mensch versteht. Es besteht die Gefahr, dass von einem bestimmten Teil im Werk von Grillo Gefahren ausgehen können. Grillo hat dafür eine Genehmigung, die bestandskräftig ist, das heißt, die mit normalen Rechtsmitteln nicht mehr angegriffen werden kann. Aber wenn man den Abstand nimmt zwischen Grillo und dem FOC, dann liegen in demselben Abstand ein Gymnasium mit ca. 1000 Schülern, ein Krankenhaus, das Johannes-Hospital, und sehr viele Wohnungen mit Bürgern. Und keinem kann man erklären, warum die Besucher eines FOC besonders geschützt werden müssen, während Schüler, Kranke und Bürger keinen Schutz bedürfen. Aber ist dann bei der Genehmigung nicht was schiefgelaufen? Ja, das kann man so nicht sagen, sondern die Anforderungen haben sich nachträglich erhöht. Aber ich finde, wenn es um Leib und Leben geht, da müssen die Anforderungen für alle gleich sein. Wir können hier nicht Menschen erster und zweiter Klasse machen, das ist völlig ausgeschlossen. Es gibt aber Lösungsansätze. Das heißt, genauso wie die Schüler dann ihre Schule zurückgehen müssen und im Krankenhaus die Fenster geschlossen werden müssen, so gibt es Möglichkeiten, auch im Rahmen des FOC Schutzräume zu schaffen, die in einem solchen Notfall dann aufgesucht werden könnten und genügend Schutz bieten. Also es gibt Möglichkeiten, die hier denkbar sind. Und ich glaube, dass wir vor Jahresende die Abwägung noch im Rat der Stadt Duisburg vornehmen werden. Wir werden alles sehr genau prüfen und werden uns dann zum Schluss entscheiden. Herr Enzweiler, dann danke ich Ihnen für Ihren Besuch. Ich danke auch.